Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Ich erzähle euch etwas über den Sternen. Es gibt ein Königreich im Sternenhimmel und dort ist wirklich viel los. Der König und die Königin genießt gerade ihre Freizeit und sie besuchen ihren Freunden. Der Prinz zieht sich gerade zurück. Er überlegt sogar, ob er nach Hause fahren soll, obwohl er ist so verliebt. Ah, er ist verliebt an die schöne Prinzessin, aber er traut sich nicht, über seinen Gefühlen zu sprechen. Und das macht die Prinzessin ziemlich unsicher. Wie wird es wohl sein in diesem Ball, wenn der Prinz gar nicht erscheint? Und die schönen Sachen, was die Prinzessin gekauft hat. Sie wollte so hübsch sein in diesem Ball, sich zeigen für seinen Prinz. Aber es gibt ein Geheimnis. Einen anderen Prinz? Ja, er nähert sich schon, besucht den Königreich und die Prinzessin kennt ihn sogar von früher. Das wird ein Geheimnis sein. Psst, na, bitte nicht weiter erzählen. Das soll ein Geheimnis bleiben. Aber zurück zum König. Er hatte so viele Sorgen wegen Lügen, Intrigen und Ungerechtigkeiten in sein Land. Aber da hat er eine Lösung. Es ist alles in Ordnung. Diese Geschichte, was ich euch erzählt habe, hat selbstverständlich astrologische Hintergründe nach indischen Berechnung. Sonne befindet sich in Zwillingen. Mond bewegt sich in Tierkreiszeichen Wassermann. Beide ist Luftelement, also die beiden stehen in Harmonie. Und das symbolisiert der König und die Königin. Und das ist auch die Freiraum. Sie machen einen Besuch zum Freunden. Das hat mit dem 11. Lebensbereich was zu tun. Das ist Wassermann-Energie. Mars bewegt sich im Grenzbereich zwischen Zwillingen und Krebs. Das ist die männliche Energie, symbolisiert den Prinz. Und der Prinz zieht sich zurück, übergeht im Tierkreiszeichen Krebs. Das heißt, der Prinz fährt nach Hause. Die Venus-Energie befindet sich im Stier, hat mit schönen Dingen was zu tun. Das heißt, die Prinzessin möchte schön erscheinen in diesem Ball. Ein rückläufiger Jupiter steht bald zum Venus in eine Opposition. Das sind die Chancen, Möglichkeiten zu einer neuen Begegnung. Ein anderer Prinz nähert sich. Der Prinz ist im Rückzug und ist sehr nachdenklich über seine Träume und Sehnsüchte. Neptun ist gerade im Stillstand, dann abschließend wird rückläufig, hat auch mit Vergangenheit was zu tun, also kommen auch die Erinnerungen. Mond und Merkur steht in einer Quinkungsverbindung und das ist eine gewisse Unsicherheit. Was soll ich sagen? Soll ich überhaupt was sagen oder lieber schweigen? Der Prinz weiß nicht, wie ich sollte über seinen Gefühlen sprechen. Wobei die Mond ist auch eine weibliche Energie, das symbolisiert auch uns Frauen, das könnte auch die Königin sein, diese Unsicherheit bei Gesprächen. Aber Mond symbolisiert auch das Unbewusste, die Gefühle, den Prinz. Und es ist diese Unsicherheit. Er kann momentan nicht über Gefühle sprechen. Und all das spiegelt etwas an unserem Alltag. Und genau das, was ich in dieser Geschichte euch
täglich erzähle. Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.